Bisher bei The Forest. Da ist ein Baum im Flugzeug. Ah, das hat weder. So geil die dat. So, wir befinden uns hier zu dritt in dieser sagenumwobenen The Forest Welt. Oh, oh, okay, okay. Seht ihr? Ein Kannibale. Mit zwei. Ja, geh mal vor. Nee. So, klar, einfach dran, einfach dran vorbeigehen. Da ist noch so ein Viech, es kommt auf uns zu. Wo? Wo? Da. Oh fuck, wieder rauf, wieder rauf, wieder rauf. Im Ernst? Ja. Ich kann nicht. Hey, kommen wir doch jetzt nie wieder runter, oder? Ah, doch. Indem wir uns Molotow-Cocktails craften. Da war, hast du mich gerade angemacht? Scheiße, es trifft ihn nicht. Aber er läuft durch. Ja, hat er gut gemacht. Der Bursche. Und dann kannst du ihn nämlich ausgehen. Ich hab einen getötet. Nice. Die anderen weg. Wir sind eigentlich zu dritt. Also den einen können wir aber noch ficken hier, oder? Easy. Hey, ist der jetzt tot? Oh, jetzt habe ich gerade einen angezündet. So, Statement gesetzt. Also, ich bin durstig und hungrig. Aber wenn wir wirklich jetzt eine Pause machen... Also ich habe mir jetzt ein Feuer gemacht. Dann laufen wir besser hier hin, genau, machen hier das Feuer. Choose a safe slot. Genau. Ha. Und jetzt schlaf. Yay. Wow. Ist das kaputt? Ja. Ich hab zwei Zähne. So, wollen wir los? Ja. Morgensport, auf geht's. Oh, wir haben ein Dorf entdeckt. Ich hab schon wieder Hunger. Also ich gehe ja hier ganz sneaky. Was? Die sind auch gerade aufgestanden. Jo, gehen wir einfach ganz leise dran vorbei. Da kommt einer bei euch, ne? Oh ja, da hinten ist einer. Der sieht uns nicht. Der hat uns nicht gesehen, wir ducken uns. Ja genau. Wir sind mitten im das Wasser. Ist so gut getarnt, der kann uns gar nicht gar sehen. Gar nicht. Da ist eine Frau da hinten. Die Frau ist übrigens stärker in diesem Spiel, ich sag's nur. Alles klar. Nicht nur in dem Spiel. Ja. In welchem Spiel denn noch? Ja, weiß ich auch nicht, was du meinst. So, vorzugsweise schwimmen wir jetzt gleich einfach. Okay, mach ich schon. Ich schon die ganze Zeit, aber ihr seid nicht mehr in meinem Blickfeld. Bin untergegangen. Schwimmen wir auf die andere Seite, okay? Wo bist denn du? Hier. Nicht mein Tobi. Weit der weg. Ist doch egal. Da hinten bist du. Du bist gar nicht so weit weg. Wow, Alter, du stehst direkt in meiner Fresse. Leute, du bist gerade einfach aus dem Wasser hochgesprungen. Easy. Klar. Machst du das nicht? Aber ich glaube, es ist schlecht, dass du den Tauchkurs nicht besucht hast, Tobi. Ich hab Hunger. Ich muss mal wieder ein Feuer machen. Ich auch. Es gibt halt so wenig, oder wir... Müssen erstmal was fangen, oder nicht? Ja, bitte nur noch die Snickers, für den Fall der Fälle. Ich hab ja noch vier Stücke Fleisch. Ich hab gar keinen Snickers. Ich hab ein Mars. Voll Product Placement. Ja, echt mal. Die verklagen mich noch. So, ich fürchte, es ist gut jetzt. Oh, da ist noch einer, jetzt sorry mal. Ja, komm, den schlachten wir jetzt. Ja. Was Attacke. Haben wir davon? Ja, lieber Energie sparen. Wo ist er überhaupt hin? Weiß ich nicht. Ach, hier sind zwei. Lol. Hä? Was? Was lachst du so? Hä? Lauf! Kleiner! Unten ist ein Unterschlupf. Lass mal zu dem Unterschlupf gehen. Oh. Jo, oder? Oh, pass auf, Chaos. Jo, lauf dran vorbei. Dodge. Easy gedodged. Leute, die können schwimmen.
Oder sind noch zwei weitere? Ach du Scheiße. Wollen wir jetzt mal zu dem Unterschlupf gehen? Als hätten wir gerade nichts Wichtigeres zu tun. Die hat gar keine Boobies. Hinter dir ist einer. Oh. Einfach durchrennen. Einen Zahn haben. Alles klar. Das ist toll, dass die alle hintereinander angreifen. Also, es gibt später welche, die sind richtig heftig. Ich sag dann Bescheid, wenn sie kommen. Alles hier ist ein Hai. Echt? Nee. Ich sterb. Und nochmal den Arm. Oh lol, der ist gestrandet. Nochmal den Bein. Gibt es Fleisch? So. Ich hab einen Haikopf. Du kannst theoretisch, ich glaube, man kann auch angeborenen Fleisch töten. Echt, ich will den essen. Ups. Den Haikopf. New Item discovered. Hey, kann man nicht Fleisch von dem nehmen? Fuck, Alter. Oder ist der so ranzig und lange tot, dass man den besser lässt? Ich würde ihn zumindest nicht essen wollen. Der sieht doch richtig lecker aus. Ne? Ja, ne? Haben wir wieder Kisten gefunden? Ah, ist ein Laptop. Könnt ihr mal wieder ein Feuer aufbauen? Wieso willst du jetzt wieder ein Feuer machen? Du brauchst ein Feuer. Und Hunger. Ja, keine Blätter. Ja, auch nicht. Oh Mensch. Da wirst du auch keine Blätter finden, glaub mal. Aber das ist cool hier. Ja, ja. Hier ist halt nichts drin, ne? Da voll lang. Das haben doch nie im Leben die Idioten gerade gebaut. So brillant sind die nicht. Wo kann man denn hier mal Blätter finden? Das ist ein Stuhl. Oder was ist das? Und diese mysteriösen Körbe, die sich bewegen, wenn man an ihnen vorbeiläuft. Oh, das bringt ja gar nichts, wenn man den kaputt macht. Das ist wie so ein Rattenkäfig. Irgendwie. Na, du bist die Ratte. Danke. Bitte. Ihr rennt voll immer weg. Wir müssen sowieso hier lang, wenn wir zum Berg wollen. Also, ich sterb gleich an Hunger. Ich hab auch voll Hunger. Hast du keinen Snickers mehr? Nö, ich hatte auch nie ein Snickers. Ich hatte auch nie ein Snickers. Tja. Wo find the missing passengers? Was ist denn das? Ja. 0 von 45. Das ist natürlich erstmal unwichtig. Also ich meine, wir können gleich noch Soda trinken, aber es wird auch nicht so. Ich stelle den Hunger ja noch nicht. Ne? Dann sollten wir jetzt nicht rumquasseln, sondern einfach loslaufen. Das stimmt. Ach, man kann blocken mit der Axt. Ja, ja. Ja Mensch. Wir müssen mal so ein Feuer machen. Wir haben ja noch Essen, nur kein Feuer. Also ich habe jetzt kein Essen, also kein Hungerleiste mehr. Wie jetzt bist du komplett? Ist komplett leer. Kann man die auch roh essen? Dann sollten wir dir vielleicht wirklich langsam was suchen für dich. Ja, ich habe auch gleich kein Dings mehr. Wir wagen uns. Wir sind jetzt hier hochgegangen für Blätter und so. Ja, dann kommt mal runter, ich bleib hier unten. Oh, ich bin alle. Okay. So, Blätter, 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 Blätter. Sind wir mega blöd. Ich hab ein Seil. Ich hab noch ein Seil. Was war das? Hier ist ein Wildschwein. Lol, sie killt einfach mal ein Wildschwein, ja? Was sonst ja, immer ich weg. Hab okay. Das Wildschwein gekillt. Denten sind Eingeborene. Aber die kann ich auch nicht essen? Doch, du kannst das Fleisch mitnehmen. Ja, aber das lasse ich immer fallen. Oder hopp mal runter hier. Oh doch, ich hab noch Snacks. Achso, nee, das hab da ich. Da sind die. Oh, ich habe einen Vogel gekillt. Ah, jetzt habe ich wieder halbes Essen. Haben wir jetzt hier Dings auch Blätter und so gefunden? Nein. Eigentlich. Doch da kriegst du Blätter, ja. Hier sind Eingeborene. Ja, da sind echt keine Blätter runtergefallen. Hilfe!
So, ich hab Leaves gefunden. Hallo? Ja, komm rauf jetzt hier. Oh mein Gott, was war das? Ich eile. Ich hab Pilze gegessen, ich weiß nicht, ob die gut waren. Ja, Blutschaden gekriegt, das waren sie nicht gut. Ich hab keinen Schaden bekommen. Du hast Halluzination oder was? Nee, alles cool. Wie chillig in den Berg hoch bist. Hast du jetzt Blätter? Ich hab immer noch keine gefunden. Ich hab Blätter, ja. Gather Leaves. Genug? Schon sieben. Wir brauchen sieben. Ich hab sieben Stück. Okay, warum macht die Büsche da kaputt? Die roten zum Beispiel. Das ist ein Wildschwein. Gehen wir dahin, wo wir schon das Feuer halb gemacht haben, oder? Ja. Okay. Da gehen wir hin. Da gehe ich gerade auch wieder hin. Okay. Konntest du jetzt Fleisch mitnehmen vom toten Wildschwein? Ja, ich hab eine Keule. Aloe Vera collected. Aus Aloe Vera kann man sich später irgendwas Bestimmtes machen. Irgendein Zeugs. Oh, ich hab Leaves. Zwei Leaves collected. Sonst kannst du auch noch, Lizard. Du kannst ja auch die Bären essen, ne? Ein Lizard, Mann. Ja, aber welche Bären sind denn gut? Doch gute das und schlechte die Bären. Die blauen sind fährt gut. Man wahrscheinlich. Die braunen sind giftig. Oh. Okay. Und die schwarzen. Ich glaube, ich habe gerade was Giftiges gegessen. Oh, die war noch gut. Overleafed blueberries edible. Also Black Trinberries toxic. Die blauen sind gut. Ja, und die schwarzen sind toxic. Okay. Ich habe gerade schwarze gegessen und mir geht's prächtig. Ist doch verrückt. Vielleicht haben wir alle Allergien. Oder so ein Scheiß. Han, wie kommt eigentlich dein Steam-Name zustande? Weiß ich nicht. Hast du schon mit deinem Kopf auf die Tastatur geschlagen? Ja, ich wollte sagen, ja. Komm ich hier runter? Auch da. Also ich bin jetzt beim Feuer gleich. Und ihr so? Anstatt einfach ein Neues zu machen, Alter. Hey, ich denke, wir treffen uns da. Warum so weit weg? Wir sind zu dritt. Keine Ahnung. Wir sind zu dritt. So, das war beim Feuer treffen. Wer hat das gesagt? Kann doch nur Tobi gewesen sein. Ja, viel mehr Leute sind hier ja nicht. Wir sind zu dritt da hinten. Treffen wir uns beim Feuer. Verschwenden wir die Energie mit dem Laufen. Wo ist denn Tobi jetzt? Weil das, damit saven wir zwei Stöcke. Ich bin jetzt beim Feuer. Ja, da war ich auch gerade. Ja, Jetzt gehen wir da jetzt doch hin. Ich hab das jetzt ja angezündet. Ich hab da jetzt Essen draufgelegt. Bin ich extra. Karin, wir machen unser eigenes Feuer. Komm jetzt her. Nein, jetzt gehen wir da hin. Mache ich mein eigenes Feuer, es ist mir so, ich habe ja Essen. Ich habe auch Essen. Ja, das habe ich auch. Nur kein Feuer. Aha. Darf ich, wenn ich hier runtergehe? Nein. Das Engel haben wir so ein Feuer, so ich muss unendlich viel Benzin drin. Wie mache ich denn jetzt mein Dings da drauf? Nimmst du es in die Hand und legst es dann darauf. Ja. Ah, okay. Ha, volles Essen. Ich auch gleich. Boah, war lange so ein Wildschwein. Ja, unmöglich, ne? Ja. Wieso schaffe ich es jedes Mal in dieses Feuer zu laufen? So, jetzt ist es, glaube ich, fertig. Das war lecker. Dann ist ja gut. Lol, eine Essanimation. Ist ja weird. Lass mal nächste Nacht auch noch schlafen. Will in der Nacht nicht unbedingt wach sein. Oh, wollen wir jetzt weitergehen, oder? Würde ich sagen, ja. Okay. Okay, mit der schlägt man so langsam. Ich glaube, ich nehme doch wieder die andere. Oh, ich habe gerade krasse Legs. Ruckelt voll, ruckelt das bei euch auch so? Nee. Nee, überhaupt nicht. Ist ja wie sind wir denn hochgegangen? Irgendwo da hinten. Ich weiß nicht, wie du runtergekommen bist, aber ich bin ja sowieso oben geblieben. In so einen Stein runtergesprungen. Okay, hier sind zwei Eingeborene. Oh. Wo die sind, da sind noch mehr. Deswegen... Einfach springen, wir fangen dich auf. Nee, nee. Ich
Geh jetzt ganz langsam hier lang und... Danke Busch, dass du mich verraten hast. Die haben mich doch gerade angeguckt. Ah, hier ist der Weg hoch. Brauchst du Hilfe? Okay, die Pilze waren nicht so gut. Nee, alles gut. Muss ich ein bisschen Drama hier reinbringen. Wollen wir trotzdem hochgehen, oder? Ja, nee, wir können gleich wieder den Strand entlang gehen. Da hinten müssen wir sowieso hoch. Ich glaube, da geht's irgendwann nicht mehr weiter. Dann können wir auch hier hochgehen. Ich dachte mir nur... Oh, du blutest. Echt? Am Bein, warte. Ja. Dreh dich um, dreh dich um. Ich will ihn nicht hauen, dreh dich um! Ja, eindeutig. Periode. Alles klar. Gut, dass wir einen Arzt dabei haben. Ja. Ein Gynäkologe, ne? Mensch, ohne den! Der ist auf jeden Fall wertvoll. Ja. Würde ja meine Pille ganz unregelmäßig einnehmen hier. Warum sprintet ihr denn die ganze Zeit? Ist man schneller. Wow. Macht Sinn, ne? Aber dann beschweren wir mal nichts zu essen halt. Sagte er und rennt. Ja, also ich bin komplett voll. So voll wie ich noch nie vorher war, das ist keine Höhle. Das sieht doch schon mal hier vielversprechend aus, oder nicht? Was sagt ihr? Das erinnert mich an die Wall. Skyrim. Ja. Schöner Vergleich. Das sieht doch alles hier ein bisschen vielversprechend aus. Ach, ist doch herrlich. Schnee! Das braucht man doch. Wir müssen noch die Missing Passengers finden. Das nee, ist mir sowas nicht. Von scheißegal, Alter. Mir nicht. Können mir gestohlen bleiben. Hallo Karin, Lost. Ja, wir sind Lost. Ja. Ja, wir müssen die finden. Aber die anderen kommen. Müssen wir nicht mal irgendwas Wärmeres haben vielleicht? Was, wenn uns kalt wird? Ja, ich habe mir schon Rüstung angezogen. Ich habe noch keinen Lizard gefunden. Sind die Pilze gut? Keine Ahnung. Ja. Einfach mal nehmen. Machen wir wieder ein Feuer? Wenn wir wirklich alle paar Meter ein Feuer machen, ja? Lass mal ein Feuer machen. Oh. Ja, ich bin Cold und Red. Ich will gerade, ob wir uns eine Fackel machen können. Ist das möglich? Cold und Red. Ich bin auch Cold und Red. Ich auch. Tatsächlich. Ja, können wir jetzt ein Stück weitergehen oder? Wird einem jetzt mittlerweile auch kalt, wenn man im Schneegebiet ist. Also wir haben jetzt hier offenbar ein Feuer gemacht. Mach mal einen Stock da rein. Oh, ich krieg. Ihr kannst jetzt sammel deine eigenen Stöcker, wenn du ein Feuer machst, ja? Nö. So. Bin ich produktiv. Ach Mensch. Machst du so? Ich balanciere ein bisschen oben lang. Können wir jetzt weitergehen oder? Ja, wir können aber noch Essen warten. Kannst du das Feuer auch anlassen? Habt ihr schon wieder euren Alter, Leute? Wir haben noch nichts gegessen. Gott sagen. Wo bist du lang gegangen? Hier oben an der Steilwand. Ah, ich glaube, wir sind da. Ist das hier der Punkt? Dann müsst ihr weiter... Ich bin wieder cold und wet. Wie kommt man denn da hoch? Da hinten müsst ihr lang gehen. Da hinten kann man rauf und dann kann man hier lang. Da hinten? Da hinten? Oh, ist ja schön risky hier. Ich überlege gerade, ob ich irgendwo... Doch, hier ist der Spot. Ich hier noch richtig? Du bist keine Ahnung, wo du bist. Wo denn ganz hinten lang? Ich bin jetzt unter dir. Ja, nee, wieder zurück musst du und dann musst du da den Steilwand entlang. Nein, komm, wir finden eine zweite Steilwand. Ja, welche Steilwand lang? Kann ich die hochklettern? Hier oben können wir bauen. Das ist gut. Das ist wie so ein kleines Fort. Passt mal auf. Hier kann man bestimmt auch irgendwo hochgehen. Bestimmt. Irgendwo hier. Hier gab es mal irgend so einen buggy Punkt, wo man raufgehen konnte. Ah, damals war hier... Ah, hier war doch auch ein Baum. Runtergefallen. Kinders.
Ich sag euch. Das war früher... nicht drängeln! Das war früher alles hier viel begehbarer. Schon oh, meiner Jugend. Hast du ja gut gemacht. Dankeschön. Krischen Keks. Geil. Ja. So, warte, 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 doch, vielleicht... Du hast locker gar keinen Keks. Locker habe ich einen Keks für dich. Man kommt hier voll nirgends hoch. Für dich habe ich immer einen Keks. Okay. Weißt du doch. Okay, jetzt bin ich aber auch so angenehm hier. Ja, stimmt. Hey, wie bist du denn da hochgekommen? An der Wand so lange hochgesprungen, bis ich irgendwann oben geblieben bin. Ja, ich gestehe, es war... Überall, wo Schnee ist, kannst du springen. Das war alles früher ein bisschen begehbarer, ich gebe es zu. Aber... Weißt du... Hier ist kein Schnee. Man konnte nämlich... Schnee. Man kann von Baum zu Baum, kann man sich so eine Treppe... Quatsch, eine Treppe, so eine gehangelte Leiter. Baumhaus. Ja, so baumhausmäßig kann man da was bauen. Und da war einmal ein perfekter Baum, wo man... quasi so ein Weg hier nach oben bauen konnte, aber ich glaube, dass den gibt es mittlerweile nicht mehr. Hier sind wir schon zu weit. Hi. Hi. Er ist oben. Yo, wie geht's jetzt denn? Kommen wir hier raus? Höher. Das ist hier viel zu kalt. Höher ist auch dämlich. Ich glaube, da kann man auch gar nicht. Nee, hier kann man gar nicht weiter rauf. Lass mal ein Feuer machen. Ich bin schon eingefroren mit dem Bildschirm. Als ob du da oben dein Feuer craftest. Ja, das ist natürlich die Idee. Guck mal, wir können es auch hier so ein bisschen windschatten. Bauen wir noch einen Shelter und dann schlafen wir die Nacht über. Ein Shelter. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber ich habe keine Sticks. Ich auch nicht. Karin holt welche. Ich hab noch welche. Guck, ist fertig. Gut. Echt? Nice. Zäh. Ja. Slot 1, ein Wanderer. Tatsächlich. Wir sind wieder anwesend. Ja, mit vollem Inventar, tatsächlich. Ja, easy. Wollen wir schlafen, solange sie nicht da ist? Alles okay, gar kein Problem. Sollen ja jetzt. Pikarin. Das Feuer ist aus. Oh, ich kann auch gar nicht schlafen. Macht ja nichts. Jetzt können wir denn nicht schlafen. Ich kann nicht drücken. Es ist noch nicht spät genug. Noch nicht spät genug, ja. Lächerlich. Es ist Nacht. Ja, ne? Finde ich auch. Ich dachte mir nur, hier hast du den Berg im Rücken, da können sie nicht von da kommen, weißt du? Ja, ich bin schon wieder cold and red. Und geht zum Feuer. Gute Idee. Ich wollte gerade ein neues Feuer machen. Oh mein Gott. Karin, lass mal kuscheln. Ist viel zu kalt hier. Ja, komm mal her. Oh. Ja, schlag mich erstmal. Ich friere dann immer lieber, ne? Friendly. Hey, du hast deine Hose gewechselt. Ja, hab mich schnell umgezogen, während du weg warst. Very good. Hast du auch dein Cosplay angezogen? Wahrscheinlich. Dann ist ja gut. Ich guck mal, was hier oben so ist. Ach sie komm! Sie haben Taschenlampen. Schon wieder. Und ja, Taschenlampen. Host not responding. Ja, mein Spiel hat sich schon wieder geschlossen. Was ist das? Findest ein Scheiß Einwohner. Scheiß Alpha-Version. Ja, daran wird es liegen. Ja. Wäre das Spiel fertig, wird das bestimmt nicht passieren. Hey, du gehst auf der Stelle. Ziemlich lustig.
Wer hat jetzt Taschenlampen? Hier ist doch gar keine. Na gut, dafür, dass das Haus respawnt, kann ich mal gucken, wer da hinten so rumschlingert. Müssen wir jetzt wieder rejoinen? Ja. Continue. Rejoin. Slot 1. Day 1. Again. Create Lobby. Invite friends. Please come to me. Jetzt sind wir wieder hier. Yay! Da wo wir gespeichert haben. Wo wir raus sind. Ja, ich habe nicht mal aufgenommen in der Zeit. Das Ding ist, ich habe hier gerade jemanden gesehen und deswegen, das fand ich ganz interessant, aber der war nicht mehr zu erkennen, als das Spiel abgestürzt ist. Der war einfach weg. Jetzt ist das Feuer schon wieder aus. Ja, das ist immer neu. Aber hier scheint bislang keiner zu sein. Überlegen wir hier zu bauen? Stimmt, jetzt fehlen noch mehr Chips essen. Also es ist sehr sicher da, ne? Ja. Wenn du einen Berg im Rücken hast, durchaus. Ja. Weil der Stein glitzert. Ja, Schnee. Ach, lol. Ist ja gut. Ist ja gut. Gerne runterspringen, um nachzuschauen. Puh, wahrscheinlich ist mir einfach zu kalt gerade. Weil so Licht wäre, Licht. Grün wäre auch ganz schön. Was? Blumen? So, nein, grün. Und grün. Wärme. Und Sonne. Wäre schon was dran. Und Aloe Vera, das ist grün bei mir. Also ich meine, hier ist zwar das safe, ein Vogel. Aber, Töte den Vogel. Schön. Da ist gar kein Vogel bei mir, wo läufst du hin? Dem Vogel hinterher. Ist halt im Schnee versunken. Also ich meine, wenn wir sonst hier waren, dann müssen wir ja immer überall Feuer anhaben, damit wir nicht erfrieren oder so. Ich kann ja noch nicht schlafen. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile eine Möglichkeit gibt. Warte, ich laufe mal zum Feuer und gucken wir mal, ob wir uns irgendwie warme Klamotten oder so irgendwann zulegen könnten. Das wäre natürlich ziemlich nett. Das stimmt. Okay. Ach komm. Nö, mein Game ist schon wieder eingefroren. Das ist dem bestimmt einfach zu kalt hier oben. Haha. Hier ist schon wieder Household Responding oder was? Ja. Was ist das denn? Ich mach jetzt Eigenschaften. Spieldateien auf Fehler überprüfen. Das dauert ewig. Okay. Keine. Nö, es muss nichts überprüft werden. Okay. Also ich finde tatsächlich nix. Ja, nix. Was man eventuell als Klamotten anziehen könnte. Wir müssen nochmal umziehen. Wenn man das fixt. Schon, die müssen wir nochmal umziehen, ja. So. Aber im Spiel bin ich trotzdem noch nicht. Ich schon. Du kommst immer als letztes, Karin, fällt mir auf. Tja. So ist es. Über solche Bergstrukturen muss man ganz ordentlich aufpassen, dass man sich da nicht irgendwie einpackt oder so. Aber sie kommt immer. Ist sie schon da? Ja, Tatsache. Ja, wollen wir weiter durch Schneegebiet laufen oder so, wenn es doch zu kalt ist? Ich meine, es wäre eine geile oder Location. Oder immer ab, weil hier Schnee ist. Keine Ahnung. Kann ich mir nicht vorstellen. Das sind ja immer so Dinge, die gerne Server zum Absturz bringen. Schnee. Ja? Die Textur ist jetzt ja nicht so unbedingt belastend, ne? Ja, aber keine Ahnung, zu viel Zeugs. Das war ja in Minecraft schon immer so. Oh, ich bin in ein Loch gefallen. Da hat's dann, hast du eine schlechtere Latenz gehabt. Da hat's dann... FPS-Job, weil es geschneit hat. Wie komm ich denn aus diesem Loch raus? Genau, davon sprach ich gerade eben noch.
Na, hallo! Ja, was soll ich denn da jetzt machen? Crouch mal hier durch. Guck mal. Mensch. So, wollen wir weiter oder wollen wir nicht weiter? Ist halt die Frage. Wenn's Tag ist... Ja. Warum gehst du denn da wieder rein? Wenn's Tag ist, können wir mal weitergehen. Okay. Und morgen früh will ich noch was essen. Wann können wir denn schlafen? Backt das oder? Gar nicht, ich will es nicht versuchen. So. Vielleicht erkennt uns der Server gerade nicht in der Nacht oder so. Wir können auch jetzt schon. Dann hau ich mir jetzt eben was zu essen rauf und dann können wir essen. Ich meine gehen. Bin eher dafür, dass wir so ein bisschen die Umgebung hier checken und gucken, ob hier irgendwelche rumlaufen. Vorhin habe ich welche gesehen, aber das hat sich ja erledigt, nachdem das Spiel zum dritten Mal abgestürzt ist oder so. Was natürlich nicht schlecht ist, also jetzt sind sie weg, ne? Oh. Ja. Halt doch deine Schnauze, Jakob. Also Kannibalen laufen da hinten. Ich nenne sie mal, also Kannibalen sind die, die auf allen Vieren laufen. So nenne ich sie zumindest jetzt einmal mal. Und die Ureinwohner sind dann schon ein bisschen schlauer, die haben dann meist Taschenlampen oder so. Und dann gibt es noch irgendwelche heftigeren Ureinwohner. Die sind dann sehr groß. Mutantos. Na, das sind dann nochmal andere. Das sind da, die Mutantos sind die mit den 10 Brüsten und 1000 Armen und so. Ja, da... Lecker. Das klingt sehr lecker, ja. Die kannst du sehr komisch... Da, was kriegen. Ist das da unten? Wo? Was? Das da unten? Sag wo? Was, wo? Da laufen Kannibalen lang, ja? Alles. Ach so, diese... glaube ich, Pflanzen oder so. Das sind eingefrorene Pflanzen, ja. Du hast sie überall. Dann. Was ich am Schnee immer mag, ist, dass es so leise ist und du hörst jeden Schritt und es cruncht unter deinen Füßen. Du hast einen kalten Wind. Und was machen wir jetzt? Jetzt hast du die Stille zerstört, du Arsch. Ich weiß es nicht. Also, Karin will ja unbedingt bis zum nächsten Tag warten. Nee, ich sag doch, wir können auch, dann esse ich jetzt was und dann können wir auch jetzt schon weitergehen. Ich hab Durst. Okay, weil je länger ich hier bleibe, umso mehr verliere ich an Hunger, logischerweise, in der Kälte. Es ist so, dass der Mond noch nicht mal auf halber Strecke ist. Dementsprechend wird es eine sehr lange Nacht noch. Also wir können gleich schlafen. Wo weißt du das? Achso, oh ja. Ach, schau an. Jetzt checke ich das überhaupt erst. Wow. Das ist so ein Timer. Das ist Gesundheit. Das ist für irgend so ein Lichtbug oder so. Was weiß ich. Ja gut, dann haben wir noch bis dahin aus. Aber also ich esse jetzt was. Hast du noch mehr zu... noch mehr Fleisch? Ja. Ist da jetzt drauf? Ich würde ja erst was essen, wenn wir geschlafen haben, ne? Ich hab gutes Fleisch darauf getan. Ich auch. Oh. Was machst du denn? Mein Fleisch! Jetzt hat das kaputt gehen. Also. Ja, na, Logo, ich hab's doch vorhin auch kaputt gemacht. Hast du das jetzt gegessen? Ja. Jetzt kriegen wir das Bein nicht mehr weg hier. Was ist? Hallo, ey, du kannst das Bein noch essen. Ist das Bein? Ist das Bein? Okay. Immer noch. Deine? Ich meine, ein Ast? Nein. Aber wir können jetzt schlafen. Schlafen wir zuerst. Nein, ich hab Hunger. Schlafen wir jetzt! Komm ins Bett! Gottes Willen! So!